Willkommen zurück zu einer neuen Streaming-Session. Und ja, es ist Feature-Zeit. Der Feature. Der macht sie alle kaputt, macht das. Der Feature. Das Ding konnten wir ja jetzt leider nicht kaputt machen, weil das ist ja ein bisschen zu stark. Deshalb machen wir uns einfach mal hier gen Norden und so weiter und so. Und dann sollte das ja eigentlich gehen. Rein von der Theorie her. Aber gut. Und dann what Küste. Oder nee. An das gelbe Küste. Da sind Viecher, die fliegen oben rum. Und ich weiß nicht, wie stark die sind und ob die mich killen können und ob ich das überleben tue. So. Nein. Nicht. Setze ich. Steh wieder auf. So, okay. Raus. Ab ins Wasser. Da, hab Internet. Und Wolfi hat Internet. Ist denn das die Möglichkeit? Das ist doch genial. Was war denn vorher los, Mensch? Ja, und der Zwilling natürlich auch da. Ja, guten Abend. So muss das. Oh fuck, nein, die dürfen mich nicht an der Wasseroberfläche erwischen. Und nach unten. Ein Monat ohne ist echt hart. Ja, ich hab schon. Also, jetzt die Frage: Was ist schlimmer? Ohne Internet oder extrem langsames Internet? Was man im Grunde nicht gebrauchen kann. Das ist. Wobei, so ein bisschen Internet ist eigentlich ganz gut. Ein bisschen. So. Hauptsache, man ist nicht ganz von der Außenwelt abgeschnitten. Das kommt eigentlich so mies rüber, wenn man da mal so drüber nachdenkt. Aber es ist ja wirklich so. So. Ach nee, die Echidna. Komm, ich mach die kaputt. Oh nein. Vergiften ist uncool. Komm. Ja, sweet. Ist down. Ja, get down. So, oh fuck. Hinter mir. Und nach unten und. Instant Kill. Oh. Na komm schon. Ich drücke immer mehrfach die Taste. Das Dumme ist, das merkt sich das Spiel. So. Aber jetzt. Bisschen weiter rumschiffen hier. Genau dahin. Bisschen an der Küste entlang. Und eventuell nochmal speichern. Ha, wir sind ja nicht bei einem Moor. Wir sind nicht bei einem MMO, bei dem es automatisch speichert. Nein. Hier ist man selber der Dumme, wenn man stirbt und dann laden muss. Eigentlich ist es ziemlich geil, dieses Feature. Wieso wurde das noch nie so aufgegriffen? Speicherfeature. Beziehungsweise ein aktives Speicherfeature, was man in irgendeiner Form beeinträchtigt und so. Jetzt heißt es wieder Aram-Zeit für mich. Oh, na dann, du willst sagen. Das wird aber richtig hart. Mit dem Aram. Wieso greift denn das Vieh? Na komm, ja komm, los. Du Ertrunkener, mach sie alle kaputt. Du schaffst es. Übernehme direkte Kontrolle. Du. Komm los, Ertrunkener. Geh da hinten hin. Spiel mit ihnen. Spiel ihnen das Lied zum Tod. Oha. Und du gehst auch nochmal darüber? Ah, die klappen sich schon gegenseitig. Oh, das ist ziemlich nice. Das ist so nice. Oh, fuck. So, und du gehst da auch nochmal hin. Wunderbar. Na, wobei, ne, ja. Wenn wir mal rankommen an den. So, einer weniger. Wollen wir den Stagger an? Ne, wir übernehmen den. Geht am schnellsten. Eigentlich müsste die Übernahme weggehen, sobald man die einmal beschädigt hat. Fairness halber. Aber das wird unsere Taktik total zunichte machen. So rum. Nach oder morgen mal wieder eine Runde. Mal gucken. Hab erstmal so. Eigentlich so. Ja, ziemlich viel zu tun. haufenweise aufzunehmen. Haufenweise. Ich müsste mich in Zukunft noch mal ein bisschen mehr um den Witcher kümmern hier. Damit ich den erstmal fertig bekomme.
Weil so ein großes Spiel mit allen möglichen, ja, Gegenden, die man erkunden kann und so, ist natürlich... Springt doch nicht über das Boot! Oh, ist natürlich sau zeitintensiv. So. Also, wohin können wir denn als nächstes? Als nächstes können wir hier hin. Ah, muss ich auch nochmal Fallout machen, Mensch. Lang ist es, ja. Echt der Wahnsinn. Och nö, nicht schon wieder. Okay, bleiben hier und ab ins Wasser. Zeit, sie unter Wasser alle fertig zu machen. Und Nummer 1. Und Nummer 2. Und Nummer 3. Dreimal geschossen und dreimal daneben ballert. Jetzt aber. Oh ja, es wird. Dieses Projekt nach Witcher 3 ist geil. Alternativstart. Oh Gott. Skyrim habe ich so lange gespielt. Und keine Ahnung, ich würde keine Alternativ... Der Alternativstart, der geht im Grunde nur bis Weißlaufen, das war's. Also, vor allen Dingen übersieht man den Alternativstart richtig. Es ist jetzt nicht so, dass man da in irgendeiner Form das mitbekommt, dass man sich überhaupt entscheiden könnte. Man ist da irgendwie drin. Man muss, das kriegt man erst im Nachhinein mit, dass es überhaupt Alternativen sind. Von daher würde ich das jetzt nicht wirklich Alternativstarts nennen, sondern eher so eine Art Geheimstarts oder so. Zumal die jetzt auch nicht so spielentscheidend sind. So, wo ist jetzt hier dieser blöde Eingang? Was gibt's denn? Gib mir die Kriegsbeute. Muss ja auch Zeit für Rankeds einplanen. Ja, genau. Wir müssen noch aus Bronze rauskommen. Das ist gar nicht mal so einfach. Och, ey, wo ist denn diese blöde Kriegsbeute hier? Das gibt's doch nicht. Ah, da könnte ein Eingang sein. Und da könnte auch ein Eingang sein. Oh Gott. Haben schon, Geralt. An die blöde Wasseroberfläche mit dir jetzt. Komm. Okay, also wo? Glitzern tut's nirgendwo. Das heißt, es ist wirklich innerhalb des Bootes. Oh Gott. So, dann krieg erstmal raus, wo denn hier ein Eingang ins Boot drin ist. Das könnte hier vorne ein Eingang sein. Also hier muss ja irgendwas aufgebrochen sein. Wo ist denn hier mal was aufgebrochen? Da ist was. Ein Loch. Nee, man kommt nicht rein. Ich glaub's nicht. Komm schon. Gibt es nicht. Okay. Wegen dem blöden Ertrunkenen müssen wir nochmal hoch. Aber da ist der Eingang. Wir haben den schon mal gefunden. Oh Gott, ey. Dieses Boot zu machen, das ist schwierig. Vor allem mit dem wenigen Luftvorrat, den wir haben. Okay. Genau da rein. Ist echt, das ist gar nicht mal so einfach. Nee, okay, da rein geht's also nicht. Das ist wie eine unsichtbare Wand, die da herrscht. Daher brauchen wir uns da gar nicht erst großartig was einzubilden. Oder vielleicht, nee. Also hier ist auch alles davor. Hier ist Ani. Na, wobei, nee. Okay, da müssen wir es umschwimmen. Beziehungsweise hier von der Seite mal probieren. Ey, wie kommt man denn in dieses blöde Boot rein jetzt? Aus Bronze raus und in Dia rein, genau. Wir überspringen einfach alles zwischendurch. Ja, Silber, nee, die brauchen wir nicht. Und Gold auch nicht. Einem Schritt, einem Sieg, genau. Und das kriegt man nur hin, wenn man die Ramos-Shen-Kombo macht. Wenn man dann 5 Siege hintereinander hat, dann wird man instant 2 Divisionen oder 2 Ligen überspringen. Oh, hier ist der. Nee, hier ist auch kein Eingang. Oh, ey, wo ist denn mal dieser blöde Eingang? Kann doch nicht sein. Och man, versunkene Schiffe sind echt assig. Na gut, ich könnte jetzt noch irgendeinen Lufttrank mit reinnehmen. Ich habe doch hier bestimmt was, hä? Es gibt doch da was. Da gibt's doch was. Wir haben doch was. Einen Lufttrank. Golden Pirol. Gibt denn die bereits zur Blutbahn? Nein. 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 Nein.
Nein. Nein. Nein. Nein. Nein. Das hatten wir schon. Nein. Nein. Gibt's da nicht. Muss es doch irgendwo einen Trank für Unterwasseratmung geben. Hatte ich den nicht schon mal gemacht? Ich glaube, ich hatte den schon mal gemacht. Wenn nicht, muss ich den jetzt nochmal finden. Wo ist er denn? Der Unterwasseratmungstrank. Wo ist er denn? Unterwasseratmung. Hätte ich mir überhaupt schon mal die Mühe gemacht? Ich hoffe doch. Petris Filter, nee. Schwert. Oh, fuck. Nein! Es ist ausgerechnet das Teil, was ich... Kreuzton. Ja, erhöht die Sauerstoffversorgung unter Wasser um 50% und verbessert das Sehvermögen beim Tauchen. Ja, ist eigentlich ganz gut. Schwertwal. Na toll. Jetzt müssen wir wenigstens, was wir brauchen. Schwertwal und Kreuzton brauchen wir dafür. Krieg das erstmal. Nein, mit einem Bro-Gay. Ramos-Schein ist doch egal. Wenn man mit der Ramos-Schein-Kombo in einem Spiel 100-0 steht, bekommt man automatisch den LCS-Pokal. Instant. Hier muss schon Ramos Chen sein. Neue Meta durchsetzen, genau. Das wäre eigentlich mal was. Wenn man gegen die Meta-Picks spielt, also nicht counterpickt oder so, sondern wirklich sich nicht an die Meta hält, dass man dann irgendwie so eine Art Bonuspunkte bekommt fürs Kreativsein oder so. Oder je nachdem, wie man das jetzt übersetzen will, aber das wäre eigentlich ziemlich nice. Da wird immer ein bisschen, ein bisschen umdenken, zwingen oder so. Wo ist denn jetzt mal dieser blöde Kackeingang? Das gibt's doch nicht. Ach, Mann. Okay, da wird der Eingang wirklich dort vorne gewesen sein. Und da war ich wahrscheinlich nur nicht so richtig dran. Dadurch, dass es aber so scheiße schwierig rauszubekommen ist. Okay, Versuch Nummer 3. Da ist der Eingang. Probieren wir es nochmal. Und zwar fahren ein bisschen schräger. Ungefähr so. Dann versuchen wir mal da durchzuschwimmen. Nein, gibt's nicht. Gibt's da nicht. Ich komme da nicht durch. Scheiße. Ich komme da nicht rein. Das ist zu eng. Ah, nee. Das gibt's doch nicht. Ich kann hier doch nicht irgendeinen versunkenen Schatz machen und dann das blöde Boot untauchbar machen. Das gibt's dann nicht. Gemeinheit. Es könnte aber auch sein, dass der Schatz nicht unter Wasser oder ja, dass er nicht im Boot drin ist, sondern um das Boot herum. Habe ich bis jetzt noch gar nicht so dran gedacht. Könnte sein, dass er so ein bisschen weiter weg liegt. Dass er rausgefallen ist irgendwo und dann irgendwo reingerutscht ist. Wo wäre das denn dann? Da ist er! Ha! Gefunden! Oh, na endlich. Okay. Gefunden. Hat ja aber lange genug gedauert. Sehe ich nicht ein, Bro Game ist das Beste der Welt. Vor allem mit Bro Love. Ja, es gibt dummerweise nur einen Charakter mit Brawl im Namen, ne? Ich kann sie jetzt nicht sagen, dass das, dass es in irgendeiner Form eine Auswahl gibt. Es gibt ja keinen Brogar oder so. So ein Brawler als Vega-Verschnitt. Das wäre eigentlich gar nicht mal so verkehrt, ein Brogar. Ich weiß aber echt nicht, wie der Vega dann aussehen müsste, damit der Idee Rechenschaft trägt. Also drehe ich mich denn hier rum hier? Ich muss da hinten hin. Oh nein, Gott. Oder. Ja, was geht's denn mal noch mit Bro? Oder was könnte man denn mal für lustige Bro-Namen mit reinnehmen? Es wären... So, das wären. Da fällen mir nämlich gar nicht so viele ein. Ah, komm, Bruder, jetzt. Boom. So. Ah, komm, Bruder. Boom. Ach nee, die tackern nicht. Scheiße.
So, on, aus, stechen. Eigentlich? Ich muss auf Broger, fällt mir da überhaupt kein anderer Name jetzt ein. So schnell zumindest nicht. Komm schon. Ja, nice. Okay, Echidna ist wieder down. Nein, stich das doch einfach bitte. Sehr gut. Oh nö, klettern. Klettern ist jetzt nicht gut, wenn man überlastet, ey. Das rockt mal gar nicht. Na gut, hoffentlich kommen die Viecher zu mir hingeflogen. Was wäre denn mal noch eine Idee? Eine Bro-Ari. Eine Bro-Ri. oder eine Bro-Karina. Eine Bro-Karina of Time. Ah, komm ran jetzt. So, nein, nein, nein. Ich muss doch da rein. Okay, wieder eins weg. Ach, komm jetzt hier runter. 2, 3. Ach, komm schon. Und 2, 3, 4. Okay, endlich. Echidnas sind down. Ich krieg den Schatz jetzt mal wieder nicht weiter. Sonst, Bulli? Der Broly-Bär. Oh, das ist gut. Der Broly-Bär. Das ist nice. Der Broly-Bär. Von der Tanzanimation her ist es vor allen Dingen ziemlich gute Wahl, der Broly-Bär. Klingt sogar geil. Broly-Bär. Okay, ein überlegenes Konstruktöl. Moment, überlegene Konstruktöle. Da können wir doch, bestimmt was herstellen. Ne? Alchemie. Kann man was herstellen? Kann man was herstellen? Kann man was herstellen? Ja, ein Bestienöl wird hergestellt. Und dann gibt es noch ein überlegenes Konstruktöl wird hergestellt. Sehr schönes Ding. Ja, muss ich ein bisschen vorbereiten. Die Tränke werden zwar nie getrunken. Das wird alles immer nur mit Magie kaputt gemacht. Ja. Aber man kann ja noch ein bisschen probieren. Probieren. So. Ja, da gehen wir erstmal hier rüber und dann segeln wir hier im Kreis rundherum. Was gibt's noch? Broguth. Ist ja auch noch was. Oder. Guck mal, als Bromar wäre ich ein bisschen zu weit hergeholt. Das klappt nicht so ganz. Ach, endlich mal ein versteckter Schatz auf einer Mini-Insel im Meer. Oh Gott. Oh Gott. Oha. 2, 3. Die kommen nicht her, weil das Boot im Weg ist. Ist das cool. Oh fuck. Nein, 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 nein. Auch nur weil du im Wasser bist, heißt das nicht, dass du die Waffe wegsteckst. So. Kann sich jetzt erstmal gefälligst gegenseitig kaputt hauen. Broner. Oh, Broner. Das ist hart. Aber wie will man Broner jetzt designen? Könnte sogar von der Art und Weise des, der Aussprache her ein komplett anderer Charakter werden. Nicht so eine Art Sona-Verschnitt, sondern wirklich was komplett Neues. So, ach komm hier, wir feuern ihn jetzt einfach weg. Und nochmal, was so schön war. Sehr gut. Und wir haben in der Kiste einmal tolle Sachen und wir machen erstmal die Fackel aus. Ja, hier waren wir ja schon. Broner. Broner ist echt super Name. Was hätten wir denn noch?
Aber ja, die müssten einfach mal einen, also die Byright müssten mal so einen Bro-Contest machen, einen Bro-Test. Und dann einfach mehrere Namensvorschläge nehmen. Und dann entweder mehrere Bro-Charaktere rausbringen. Oder Skins in dem Fall. Das wäre ziemlich cool. Brogner. Hm. Na, also das ist mir schon so ein bisschen durch den Kopf gegangen, aber das klingt ein bisschen zu. Weil das Bro soll ja nicht einfach nur davor gehangen oder davor gesetzt werden. Broven. Naja, Draven hat schon genug. Wenn dann mit A Brovan, was Jarvan wäre. Bro, das lässt sich echt scheiße aussprechen. Brovan. Brovan. Da könnte der wenigstens auch noch Bromasia sagen. Beziehungsweise Broren, was der Garen wäre. Das wären die Charaktere, die einfach nur so unrein. Nein, oh scheiße. Ich bin wieder mit irgendwas kollidiert. So, na, wo sind sie denn? Da sind sie. Und nochmal, komm schon. Und nochmal. Scheiße, hinter mir kommt was. Und. Aha, sweet. Niemand killt den Geralt. Und das fertig habe, habe ich endlich den kompletten Norden. Ohne Fragezeichen. Oh, ist das cool. Das ist richtig, richtig cool. Und nach unten. Wen hat man noch? Irgendwas mit A, was mit B, was mit C, was mit... Warte, habe ich das Ding schon? Nein, das habe ich eigentlich noch nicht. Lässt sich nur komisch anvisieren. Hm. Moment. Konnte ich das nur nicht anvisieren oder habe ich das schon? Okay, dann hatte ich das wahrscheinlich schon. Nehmen wir das jetzt da hinten noch. Oh Gott, hoffentlich klappt das. Brogana. Oh, das ist gut. Brogana ist nice. Wobei man aber sagen muss, es ist schwierig, dieses Bro-Schema auf die weiblichen Charaktere umzumünzen. Ohne, naja, dumm zu wirken, in dem Fall. Das muss ja trotzdem noch irgendwie einen gewissen Coolness-Faktor mit sich bringen, damit das funktioniert. Ja, wo mache ich denn mal lang hier? Ja, da machen wir hier. Oh Gott, ganz sachte. Ja, nicht das Boot kaputt machen. Ach, knapp. Was gibt's immer noch? A, B. Brolister, das wäre auch noch eine Variante. Alistair wäre so ein. Da kann man sich das gut vorstellen. Dummerweise kann man Sion nicht als Bro ändern. Würde zwar wunderbar funktionieren, aber der Name passt nicht. Dann hätten wir. Gott, wen hätte man da noch? Fällt mir jetzt gerade nicht ein. Scheiße. Ah, alles mit A, dann irgendwas mit B, dann irgendwas mit C, dann irgendwas mit D und so weiter und so fort. Nein, 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 die dürfen das nicht. Komm. So. Oh, da kommt was. Nein, nein, nein. Mach mir das Boot ja nicht kaputt. Finger. Das Berühren der Figuren mit den Pfoten ist verboten. Und? Okay. Keine Viecher. Sehr schön. Ab ins Wasser. Whee! Und da haben wir sie wieder. Oh, scheiße. Boah, knapp. Aber hat mich trotzdem getroffen. Schade. Brumble? Brum?
Rumble mit Bro. Ja, wär eine Möglichkeit. Oh, wie hieß der? Warte mal, Kragas. Brogas, das wäre noch eine Idee. Der hat wenigstens schon Elk da. Da muss man gar nicht erst so viel umdenken beim Character Design. Da passt das schon. Dann... Also das Schema für die Charaktere muss einfach nur groß und grob. Grob, groß und gewalttätig. Das ist das Schema für die Bros. Bromble. Bromble klingt aber fast schon wie ein komplett neuer Charakter, wirklich. Was hätten wir denn da noch im Angebot? Wir hätten dann noch Brosus. Brosus ist gut. Das Lustige daran ist ja, dass Nasus echt einen Bruder hat. Von daher macht es richtig Laune. Der Brosus, das ist gut. Oder Bronecton. Wird er auch noch mitgehen? Ah ja, Bronecton. Ja, das klingt schon wieder ein bisschen zu simpel. Passt zwar eigentlich wunderbar, aber... Oh, eine Quest, eine Quest. Ich bin überlastet. Hoffentlich muss ich die nicht verteidigen. Das wäre sonst ziemlich kacke. Arschloch, hühneräugiger Schwanz. Du bist tot. Ich wollte ihr nicht wehtun. Wirklich. Hilfe. Hilf mir doch jemand. Was ist denn jetzt Hilfe! Los? Hilfe! Rettet mich! Rettet mich? Nein, hier. Ruhe bewahren. Ruhe bewahren. Oh, fuck. Gut, okay. Gerettet. Gerettete Ted. Ey, na genau. Den letzten Schlag noch draufsetzen. Na, sowas kann man ja leiden. Danke für die Hilfe. Was war denn los? Ah, der Mistkell erträgt es nicht, dass seine Schwester lieber mit mir in die Veilchenbucht gesegelt ist, als Freya zu dienen. Du hast deine Priesterin verführt? Oh, herrlich. Ein Skelliger verführt eine Priesterin? Ich dachte... Was denn? Dass wir solche Sachen nicht machen? Nicht jedermann von den Inseln glaubt diesen Unfug über die Götter. Aber das können viele nicht akzeptieren. Und es gibt Fäden. Es ist nicht gerecht. Ich liebe Irma und sie liebt mich. Einst werden wir zusammen sein. Ich finde einen Weg. Was die Logik angeht, steckt die Religion voller Löcher. Das gilt bestimmt auch für die Prinzipien. Die Löcher werde ich finden und den Priesterinnen zeigen. Dann lassen sie mich meine Irma heiraten. Du reist viel, nicht wahr? Herrlich. Wenn du je etwas findest, was mir helfen könnte, bring es mir. Ich werde gut zahlen. Ich lebe in der Hütte auf der anderen Seite des Vulkans. Mal sehen, was sich tun lässt. Bis dann. Und halt dich von zornigen Brüdern fern. Na, so viele wird die aber nicht mehr haben. Aber super, Freigeist. Sammle Bücher mit Beschreibungen religiöser Gebräuche und Präzedenzen. Bring sie zu Eva. Na dann, haben wir bestimmt welche, hallo. Ne? Hast du was für mich? Bestimmt. Das hier könntest du interessant finden. Aber sowas von. Scheiße, habe ich überhaupt... Okay, also, da hat er keine Bücher. Wenn du etwas findest, was mir helfen könnte, weißt du, wo ich bin. Na gut. Bring Eva die Bücher, die du gefunden hast. Sie könnten ihn interessieren. Ja, toll. Religiöse Präzedenzen. Das ist super. Pro Raka. Oh, ja, das ist gut. Das klingt sogar richtig nice. Okay, wir müssen hier mit einem Pferd arbeiten, weil sonst kommen wir nicht an. Ach, man, überlastet zu sein ist echt assig. Beweg dich. Wieso lernen... Das müsste man schon noch mal ein bisschen verbessern. Die ganzen Open-World-Spiele sind immer mit einem festen Inventar oder mit einem begrenzten Inventar ausgestattet.